Hallihallo, Hallöchen, ihr Lieben. Ich grüße euch ganz recht herzlich aus meinem Duftstübchen. Ich habe heute Lieferungen bekommen. Eigentlich sollte die am Montag erst kommen, aber eben gerade stand UPS vor der Tür und ich möchte euch einfach mal unsere Marvel-Lampen zeigen. Den Thor-Hammer, den gibt es ja immer noch über meine Webseite zu bestellen. Könnt ihr immer noch bestellen und die Groot-Lampe ist zurzeit ausverkauft. Sie kommt aber wieder und zwar mit 3-Pin-Stecker aus England. Wann es soweit sein wird, werden wir dann noch irgendwann halt genau also das genaue Datum genannt bekommen. Das werde ich euch dann natürlich sofort weiterleiten, wenn ich das weiß. Moment, ich muss mal ganz kurz das Handy leise machen. Okay, wundert euch nicht hier. Ich habe schon den neuen Monatsduft gegossen. Der ist nämlich heute auch gekommen vom Juli. Die neue Duftlampe vom Juli ist gekommen. Dazu gibt es aber ein extra Video. Und jetzt möchte ich euch gerne die Lampen zeigen. Wir haben einmal die Crude-Lampe, die war ja wirklich innerhalb von kürzester Zeit ausverkauft. Das hat, glaube ich, keine 2 Minuten gedauert. Da war die weg. War mir schon klar, dass es das so schnell gehen wird. Ich hatte euch ja schon extra darauf hingewiesen und euch gesagt, wenn ihr was braucht, meldet euch bei mir. Und ich gehe sowieso online und dann hätte ich euch die Lampe mitbestellt. So, es ist dieses Mal ein Warmer. Die Crude-Lampe macht kein eigenes Licht. Das ist aber auch gar nicht schlimm, weil die einfach so mega niedlich ist. Die weckt wirklich Muttergefühle in mir. Ich zeige euch das Ganze jetzt mal. Die ist wirklich mega süß. Guckt mal. Und vor allen Dingen ist sie auch sehr groß. Wir können mal den Zollstock daneben halten. Wir haben hier an der höchsten Stelle ja knapp 19 cm. Also 19 cm bis hier oben ist sie groß. Und ihr habt echt richtig tolle Details. Ihr habt hier die kleinen Blätter, die an dem. Ihr habt hier richtig, guckt mal, so kleine Blätterchen. Er hat grüne Finger. Dann habt ihr hier genau die ganzen Zähne und alles, die Augen. Ich muss mal das Ringlicht ausmachen, weil das Ringlicht sich in den Augen spiegelt. Ich hoffe, dass ihr da noch was seht. Die sind richtig cool gemacht. Dann habt ihr hier auch noch mal so ein kleines Blatt. Hier hinten ist das Sensi-Logo. Hier der Ein- und Ausschalter mit der Kontrollleuchte, damit ihr seht, ob die Lampe an oder aus ist. Und hier ist die Wachsschale, wo ihr den Wachs reinlegt. Und da steht drin, I am Crude. Ist die nicht mega geil? Ich finde die so niedlich. Ihr habt ein fest verbautes Kabel dran, wie bei fast allen unseren Duftlampen. Und wie gesagt, sie wird nochmal wiederkommen mit 3-Pin-Stecker und Adapter. Also überhaupt kein Problem, sie in deutschen Steckdosen zu betreiben. Da braucht ihr euch überhaupt keine Sorgen zu machen. Wenn ihr Interesse an dieser Lampe habt, tut mir bitte den Gefallen. Meldet euch bei Zeiten bei mir, damit ich das Ganze notieren kann und damit ich für euch so schnell wie möglich in die Warteschleife gehen kann, beziehungsweise auf die Bestellseite. Und das Ganze bestellen. Es ist viel einfacher für jemanden, der das ständig macht, als wenn ihr euch da erst durchfuchsen müsst oder. Oder meldet euch vorher schon mal an, bevor der Tag X ist und stöbert einfach mal ein bisschen auf der Webseite rum, dass ihr ein Gefühl dafür bekommt, wie ihr eine Bestellung eingibt, was ihr eingeben müsst, was es für Bezahlmöglichkeiten gibt.
damit ihr dann in dem Moment, wenn es soweit ist, nicht noch ewig lange auf der Seite rumtrallern müsst, um zu gucken, was muss ich jetzt klicken, wo muss ich jetzt noch ein Passwort eingeben, kann ich jetzt mit PayPal zahlen oder nicht oder wie läuft das? Guckt euch das Ganze vorher an. Macht immer Sinn. Zu dieser Crude-Lampe gab es ja jetzt auch drei von diesen Marvel-Wachsbars. Drei Stück gratis dazu. Ich hoffe mal, dass auch bei der neuen Crude-Lampe mit 3-Pin-Stecker genauso die drei Wachsbars dabei sein werden. Und zwar ist das Marvel Nine Realms, der Duft. Eine Heldenmischung aus Limettenschale und blauem Tee hält sie dank der zusätzlichen Durchschlagkraft von Lavendelblitzen mit dem Universum verbunden. Ist eigentlich ein Duft, der ja super auch fürs Kinderzimmer geeignet ist. Nicht so extrem, so ein bisschen beruhigender. Man riecht halt leicht den Lavendel. Limette vielleicht ganz entfernt, so ein bisschen spritzig. Aber ist alles in allem, ist es ein schöner Duft, der auch perfekt ins Kinderzimmer passt. Den gibt es jedenfalls dreimal gratis zur Duftlampe vom Crude, die wiederkommt. Also bitte nicht verzagen. Dann gibt's und gab's zum super Sonderpreis unseren Torhammer. Den gab's ja schon mal vor einem halben, dreiviertel Jahr irgendwie so. Da hat der Torhammer 106 € gekostet. Jetzt bekommt ihr den Torhammer für, lasst mich lügen, ich glaube 64 € komplett mit auch drei von diesen Wachsbars gratis dazu. Der Torhammer kommt in Einzelteilen. Das alleine finde ich schon mega. Also, dass man den quasi, ihr habt hier einen Teil vom Hammer, ihr habt hier einen Teil mit einer Schraube, was ihr verschrauben müsst. Der Griff ist Lederoptik. Ist natürlich kein echtes Leder. So, das Ganze wird verschraubt. Das könnt ihr euch dann noch drehen, wie ihr das möchtet, ob ihr den Griff auf die Seite oder auf die andere Seite haben wollt. Und dann habt ihr quasi den Griff vom Hammer. Und dann kommt die Duftlampe. Die ist auch noch mal in Einzelteilen. Ihr habt einmal das Unterteil. Das da rein oder nicht? Anscheinend schon. Ich habe das gar nicht mehr so auf dem Schirm. Das ist schon so lange her, wo ich dies letzte Mal ausgepackt habe. Da ist noch mal wie so eine matte Folie hier unten drin. Hier. Aber ich denke mal, die muss so sein. Dann habt ihr hier den Fuß mit der Glühbirne. Da kommt eine blaue Glühbirne rein, weil ihr ja unten die Blitze von dem Torhammer sind ja blau. So. Auf die Birne. Muss ich nur gucken, dass ich das angehoben bekomme. Hier ist immer besser, wenn ihr den Hammer vorher abhebt, um die Birne einzuschalten. Und dann seht ihr, dann leuchten diese Blitze blau.
kann sie ja jetzt schlecht hinstellen, dann seht ihr sie nicht. Die leuchten blau. Hier habt ihr den Spruch. Und da ist die Duftschale. Mega coole Sache. Ich finde die richtig toll. Das Ganze könnt ihr noch drehen quasi, dass ihr euch den Griff auf die andere Seite macht. Das könnt ihr machen, wie es euch gefällt. Nur aufpassen beim Anheben, dass ihr alle Einzelteile festhaltet, dass euch das Ganze nicht kaputt geht. Also wir haben einmal den Groot und wir haben Thors Lampe, Thors Hammer, so Thors Hammer als Duftlampe. Und zu beiden Lampen bekommt ihr jeweils 3 von diesen Wachsbars dazu. 3-mal den Marvel-Duft gratis mit dabei. Und 64 Euro kostet der Hammer. Das ist der Hammer. Es ist gerade mal die Hälfte von dem Preis, die ihr vorher bezahlt habt. Und ihr bekommt noch 3 von diesen Wachsbars dabei. Also das ist echt mega. Ihr bezahlt noch keine 30 Euro für die Duftlampe, wenn ihr den Wachs dazu rechnen würdet. Und das lohnt sich wirklich mega. Wie gesagt, wenn der Groot wieder rauskommt, gebe ich euch Bescheid. Wenn ihr da Interesse habt, wenn ihr vorbestellen möchtet, setzt euch einfach mit mir in Verbindung. Ich mache mir eine Liste, ich schreibe euch auf und dann wird das schon irgendwie klappen. Ich drücke euch auf jeden Fall ganz fest die Daumen. Ja, jetzt werde ich noch ein bisschen meinen Monatsduft gießen von Juli, der übrigens sehr, sehr lecker und sehr, sehr fruchtig ist. Und dazu werde ich euch jetzt gleich das Duftlampenvideo machen von der Duftlampe des Monats Juli, die auch der Megabrüller ist. Mal was ganz anderes, richtig, richtig mega, individuell gestaltbar. Ich zeige sie euch gleich und ich wünsche euch jetzt erstmal alles Liebe, alles Gute und einen wunderschönen Abend wünsche ich euch. Bleibt gesund. Wir sehen uns. Bis dahin.